ein Rudi Völler. Es gibt nur ein Rudi Völler, kennt ihr bestimmt noch. Ein legendäres Lied über einen legendären Fußballspieler. Und meine Lieben, Rudi Völler ist zurück. Er ist nun beim DFB, beim Deutschen Fußballbund, was ich sehr begrüße, weil Rudi ist halt noch so einer aus alten Schrot und Korn. Und eine seiner ersten Amtshandlungen war, dass er Nancy Faeser, die Innenministerin des Grauens, verbal ins Ausgeschossen hat. Darüber möchte ich heute mit euch reden und damit begrüße ich euch beim Deutschlandkurier. Rudi Völler, unser Weltmeister von 1990, wird beim DFB einen Teil der Aufnahmen übernehmen, die vorher Oliver Bierhoff gemacht hat. Und Rudi hat sich, so kennen wir ihn, einiges vorgenommen. So sagt er zum Beispiel, ich glaube immer noch, dass wir eine sehr gute Mannschaft haben. Des Weiteren sagt Rudi, und das freut mich natürlich sehr, dass wir bei der Europameisterschaft im eigenen Land im übernächsten Sommer um den Titel mitspielen können. Er sagt, ich werde mit sehr viel Freude und Elan an die Sache rangehen. Die Nationalmannschaft hat sich unter DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff von den Fans entfernt. Auch das möchte Rudi ändern. Er sagt, die Basis von allem sind die Nationalspieler, der Bundestrainer, dass wir uns sportlich gut verkaufen, aber uns auch im Vorfeld volksnäher geben. Wir müssen, so Rudi weiter, schauen, dass wir die Zuschauer, dass wir die Fans zurückgewinnen. Ja, das ist wohl so. Und dann äußerte er sich auch um, Zitat, das ganze Theater in Katar. Speziell schoss er, wie schon in der Zeile versprochen, Innenministerin Nancy Faeser von der SPD an. Er sagt, auch die Innenministerin hätte das eine oder andere lassen sollen. Das ganze Theater in Katar um die Binde, wir haben da keine gute Rolle gespielt. Ja, völlig richtig. Hier nochmal das Foto. Sich mit einer Armbinde, auf dem eine politische Botschaft steht, irgendwo hinzustellen, das, da muss man erstmal drauf kommen. Und auch die anderen Jungs, die helfen sollen, der deutschen Nationalmannschaft zu alten Glanz zu verhelfen, machen mir Mut, ob es der Watzke ist oder der Kalle Rummenigge. Das sind halt alles Jungs von damals und nicht diese, na, ihr wisst schon. Und dann haben wir auch noch DFB-Vizepräsident Ralf Uwe Schaffert. Kennen noch nicht so viele, aber der hat mal so richtig einen rausgehauen. Der sagte der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung, wenn sich die deutschen Nationalspieler wie Äffchen die Münder zuhalten und sich den Friseur ins Hotel bestellen, muss man sich nicht wundern, wenn sie gegen Japan verlieren. Ja, wie recht der Mann auch hat, meine Lieben. Ich habe meinen Frieden sowieso geschlossen mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich war sowieso nie der große Gegner, nicht mal der kleine, aber seitdem ich weiß, dass es nur zwei Spieler waren, die diesen ganzen Vogue-Shit angeschoben haben und immer weiter Druck gemacht haben und Unruhe in die Mannschaft gebracht haben, nämlich Manuela Neuer und Antifa Goretzka. Ja, Neuer hat sich wohl endgültig erledigt und Goretzka, gut, einen schleppen wir durch, aber der wird nie wieder so viel zu sagen haben wie bei der letzten WM, da könnt ihr euch sicher sein. So, meine Lieben, das war's. Ich hoffe, für die Fußballfreunde unter euch war das eine gute Nachricht und ich habe noch eine gute Nachricht für euch. Oliver Janich, das wird heute bekannt gegeben oder wurde bekannt gegeben, keine Ahnung, wann ihr dieses Video seht, ist am letzten Freitag aus der Haft entlassen worden. Näheres darüber auf meinem politischen Kanal hier auf YouTube werde ich hier drunter verlinken. Haut rein, macht weiter und bis später.